meinen Namen. Boom. Jetzt kennen sie deinen Namen. Outrun Gas. Der Kurven hat mich einen Scheinwerfer gekostet. Was hast du erwischt? Weiß nicht, ein Mülleimer oder sowas. Müll ist es jetzt sowieso. Stimmt, es ist wirklich Sasuke. Ist das nicht dein... Oh, shit. Nein. Was soll das? Was? Hey, weg von dem Fahrzeug. Ha. Ah. Ausweis. Na los. Rivera, hä? Mein Hauptcharakter ist der Synchronsprecher von Sasuke. Gibt es ein Problem, Officer? Vom deutschen Naruto. Wir haben eine Menge Meldungen bekommen, dass ein Fahrzeug wie dieses in illegale Aktivitäten verwickelt sein soll. Augen nach vorn! Was bedeutet? Ich habe das Recht, es zu beschlagnahmen. Mein Charakter in den Zwischensequenzen aussieht. Wir waren hier. Oh lol, bist du der mit dem Oberteil? Jo! Logisch. Oh, kleiner Schwuli. Ich fand das witzig. Vollpfosten, netter Name. Haben Sie ein Auto? Ja, Sir. Ja, Officer! Du bist ein Spacken. Verpiss dich. Nein. Wo ist es? Er ist cool. Da drüben. Nice. Und voll zerkratzt. Das falsche beschlagnahmt. Wo bist du gerade? Auf dem Weg. Schlüssel. Warum das denn? Schlüssel. Kann man mal machen? Hab ich echt. Yo. 38.000 dafür bekommen. Sie haben 10 Tage. Dann wird es geschrottet. Aber ich denke 10. Vielleicht auch früher. Waren Sie vorsichtig? Okay, jetzt müssen wir also Ihren Wagen irgendwie auslösen. Damn. Sag nichts. Bring mich nach Hause. Mir ist es auch nicht aufgefallen, Xili. Es wurde vorhin im Chatgame angemerkt. Bring Anna nach Hause. Also, alles okay? Du musst das verstehen. In meinem Auto habe ich die Macht. Ich habe die Kontrolle. Jemand will was von mir? Klar, der soll nur kommen. Wenn's aber heißt, steigen Sie aus dem Wagen, Ma'am, haben die Macht. Und ich habe nichts. Aha. In ihrem Wagen hat sie also die Kontrolle und außerhalb ist sie dann die kleine Schüchterne, oder was? Ups, den Baum kann ich nicht kaputt fahren. Ah, schade. Ja, Moment, da war schon wieder Street Art. Hey, wer hat sein Leben zerstört? Wenn ich ein Burger will, muss ich rausgehen und laufen. Das ist nicht gesund. Warum gehst du nicht an den Strand? Entspannst dich. Genieß den Sand zwischen den Zehen. Wie bitte? Du hast recht. Blöde Idee. Mir fällt schon was ein. Ja, dann viel Glück. Die Anna ist so ein richtiger Amerikaner. Wenn ich jetzt einen Burger will, muss ich rausgehen und laufen. Das ist nicht gesund. Ja. Alter, das kann mir doch keiner erzählen. Das Spiel ist eine Parodie auf die amerikanische Gesellschaft und nichts anderes. Pulswellenreiter heißt die Crew. Gehen wir mal auf Crew. Alles zusammen. Ich bleib mal kurz bei Tagen, weil ich ja zum Händler will. Da! Vor allen Dingen, ich habe nicht mal was eingegeben. Ja, weil ich wahrscheinlich bei befreundet sind wir es vorgeschlagen. I so, guess. Dings dürfte raus sein. So, jetzt muss man kurz gucken. Die Geräte scheinen sich gegenseitig zu profitieren. Jo, ich bin der 191 angekommen jetzt. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Ah, jetzt bist du da. Aber sie haben immer noch ein paar Sachen umständlicher gemacht, als es sein muss, bin ich der Meinung. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung. Ich habe das Gefühl, Ghost Games, die haben jetzt schon das vierte oder so Need for Speed gemacht. Ich habe das Gefühl, die steigern sich von Mal zu Mal ein bisschen und hoffentlich kriegen sie mit dem nächsten ein richtig gutes Need for Speed hin. Das hier ist schon ein zwischen gut und okay. Und das nächste wird dann hoffentlich richtig nice. Yo! Bumst mich weg. Und mit dem kann ich nicht driften. Ja. Mit dem kann ich aber nicht driften auf jeden Fall. So einfach.
Den habe ich halt komplett auf Racing jetzt gebaut. Der driftet ja gar nicht! Oder habe ich jetzt wieder. Das Doppelt drin? Moment, muss ich kurz was probieren, gleich an der nächsten steilen Kurve. Ah, hat es wieder zurückgestellt in Option? Okay, das ist kacke. Ich drifte nicht mehr mit Bremsen, ich drifte jetzt wieder mit Doppelgas. Warum zur Hölle auch immer der es zurückgestellt hat. Der Keksi zieht uns hier ab, ey. Ach ne, Maniac zieht uns ab. Never mind. Hab ich gar nicht gesehen hier. Das Driften fühlt sich ziemlich nice an dem Spiel, finde ich. Aber es hat unrealistisches Driften. Also es fühlt sich halt arcadisch nice an. Bist du mit deinem hässlichen Skyline hier? Ach, so fahren wir, ja? Meins. Da wird hier mit Ellbogen gefahren, okay. Das finde ich aber nicht so nett. Die sind hier eine große Familie und alle haben sich lieb. Ja, bremst dich selber aus. Hab mich nicht selber ausgebremst, wir haben Abkürzung genommen. Ja, so ein bisschen, mein Gott. So minimal bin ich da durchgefahren. Oh Gott, jetzt bin ich mehr durch die Abschwörung gefahren, das war kacke. Das sehe ich ein. Ich auch. Also ja, die Story ist absoluter Klamauk. Wenn die ernst gemeint ist, ist es traurig. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Wenn es eine Parodie ist, ist es die beste Parodie, die ich lange in einem Spiel gesehen habe. Weil es ist halt wirklich eine richtig zugespitzte zugespitzte amerikanische Gesellschaft ist. Innenbahn, mein Freund. Ja, komm, wegschubsen die ganze Zeit. Moment mal, wenn du von außen gegen mich drückst, dann kann er eh nichts dafür. Was? Du bist da rübergekommen? Leute! Ich hab's genau gesehen, du hast zweimal! Kindergarten! Hallo, Bob! Kindergarten hier. Und du siehst schon daran, dass wie ich mir Charakter eingekleidet habe, wie ernst ich das Spiel nehme. So gar nicht. Ein bisschen interessant zu halten. Tatsächlich finde ich dieses Showroom-Ding in der Ladebildschirm ist schon ganz geil. Das betont das Auto noch ein bisschen mehr, dass du gerade fährst, finde ich. Wenn das schick aussieht, ist das schon fett dann. Also guck mal, jetzt habe ich auch einen besseren Start hier. Hänge ich nicht mehr so krass hinterher. Ja, moin, jetzt nein. Kommen mir aber der Dampfhammer-Methoden, ey. Ja, aber übel. Oh, da habe ich irgendwie nicht viel gesprungen. Also das habe ich gesehen, wie da rübergezogen wurde vor mir. War bloß dieser hässliche Skyline. Übertreib's nicht, dass hinterher einer weint, ja? Was? Man kann. Oh, Alter! Okay, ja, gut. Was? Man kann da abkürzen oder was? Aber wenn ich zwei streiten, bevor dieser dritte war. Ich bin ja in meinen Pfosten hängen geblieben, bin jetzt ganz hinten. Oh, jetzt werde ich gleich einkassiert, wenn ich es hier so hinter mir rumsen höre. Betty! Ich sage, ich werde bestimmt gleich einkassiert, wenn ich das höre. Wenn ich hinter mir laut wird. Aber was ich tatsächlich immer noch ziemlich nice finde, ist, dass du wirklich überlegen musst, ob du jetzt driften bist oder nicht. Du kannst die Kurven ja auch ohne Driften nehmen und bist dann meistens schneller, wenn du sie ohne Driften schaffst. Ja. Das ist schon so ein bisschen taktisches Überlegen, was mit reingekommen ist, finde ich ganz gut. Also, sie haben zwar ein arcadiges Fahrverhalten mit Taktik drin, das ist ein cooler Mix, meiner Meinung nach. Bei mir immer, wenn die Kurven kommen. Wie bitte? Driftet bei mir immer, wenn ich in die Kurve komme. Dann hast du halt sehr auf Drift getuned. Nee, bei mir nicht. Bin ich komplett ohne Drift gefahren. Oder du bist halt irgendwann schnell genug. Alter, wie ist die ganze Zeit? Dein Auto ist übel laut. Drecksalter Saugmotor, ey. Nee, das ist doch hochgeladen. Oh, what?
Dafür kriegst du erstmal einen Porsche Turbo aufzuladen. Nein! Ich bin jetzt draußen geblieben! Oh, dafür habe ich die Kurve nicht gekriegt. Nein, ich krieg die Kurve richtig scheiße. Ich bin direkt an der nächsten Kurve verfahren. Also macht schon Spaß auf jeden Fall das Spiel. Soweit kann ich sagen, dass es cool ist. Nur halt die 60 Euro, das weiß ich noch nicht. Damit spiel ich's kurz. Moment mal. Das hab ich ja doch den. Ja, ich hab mich ein bisschen fies erwischt, ich weiß, in der eine Kurve. Ich bin Erster! Neues Auto, easy Ding. So, Garage aufsuchen. Und sag mal, wie hoch ich darf dann. Ich mach erst die Optik, das dauert also eine Weile. Hey, wie war's mit Wayne? Hat er dich in die hohe Kunst des Driftens eingeführt? So, Stance. Achso, ja, stimmt, dann kann ich das machen. Oder kann ich noch deutlich absenken. Jo. Frozen Traps, hallihallo, herzlich willkommen zurück und Auspuffsound. Das Grün kennst du vom Wolken, ja, so ein bisschen, ne? Grün ist halt meine Farbe, finde ich. Ich habe mich kurz an, ich habe Grün auf meinen Porsche nicht so hingekriegt, wie ich es wollte. Das sieht aber ziemlich gut aus, tatsächlich, auf deinem Porsche. Ich wollte das eigentlich British Racing Grün. Ist ein bisschen dunkler, oder? Also, es ist ziemlich dunkel eigentlich. So ein sehr gesetztes Grün. Ich würde deswegen auch Nacht spielen, das nächste ist tatsächlich. Jetzt muss ich dann selber in die Nacht oder reicht es, wenn ich Tag drin bin und du stattdessen Nacht drin? Das ist eine gute Frage. Hab ich keine Ahnung von. Das ist kein echter Boxer mehr, wenn der Turbo aufgeladen ist. Hä? Natürlich. Boxer ist doch ein Saugmotor. Trotzdem ist es noch ein echter Boxer. Nein. Aber bist du blöd? Der muss selber saugen, damit es ein echter Boxer ist. Aber Platz da, Maniac hier. Wenn ich das Kart nämlich schon sehe nach dem Start. Direkt links und rechts fliegen die Sachen weg, die Masten durch die Gegend. Oh, Topspeed habe ich wohl nicht so. Meiner regelt bei 1235 ab. Aua! Aua! Hier bin ich meine Linie. Wir müssen links fahren, nicht rechts. Ah! Moment, man kann hier auch rechts fahren? Schweinerei. Boah! Auf der Wiese finde ich halt so viel Speed jetzt. Holy moly. Das ist nicht cool. Der hat gerade komplett durchgereicht. Der. Ich weiche aber auch nix und niemanden aus. Hotspeed 220, schafft man Astra Firmenwagen. Ja. Ich bin auch ganz am Anfang von den Tuning-Sachen, ja. Jetzt wird hier wieder rumgeflamed. Ist ein Spiel, ja. Vielleicht dürfte ein Astra hier bloß 130 fahren, wäre dann abgeriegelt. Muss ja mal so sehen. Übrigens ist noch ein KI-Typ erster. Könnt ihr mal einkassieren? Sehr schön. Alter! Oh, hier ist ja gerade noch erster, aber. Achten hier da vorne für einen Quatsch. Oh Gott! Der stand ja ungünstig. Fährt ein Bus vor dir? Geleckter Mustang. Offroad Mustang oder was? Ich habe ihn übrigens eingeholt. Wenn ich zwei streiten, freut sich der dritte. Noch. Okay, gleich werde ich wahrscheinlich in den Streit einbezogen. Und dann freue ich mich nicht mehr.
Eine Kurven konnte ich halt aufholen. Sorry. Nee, das ist nee. Ja, du kamst halt von links so angeschossen, wünschst dir den rein. Ich bin zu langsam gewesen, weil der runtergebaut hat, der Depp. Ah, Gegenfahrt beim Fahren ist eklig. Oh Gott. Hilfe! Ah! Aua! Ich bin ins Steuer gekommen dort! Jetzt wäre ich hier gesackt, weil ich ins Steuer komme, oder was? Da rammt er mich weg. Es war keine Absicht, ich war wirklich im Schleudern. Ach Mann. Das wär's jetzt gewesen. Aber sowas von. Sag nicht sorry, denen tut es auch nicht leid. Ja, also vielleicht doch so ein bisschen. So, hab ich denn die nächste Strecke irgendwo in der Nähe?